Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 19 Torwartspielerkarriere. Mein Name ist Jan. Wir haben heute wieder spannende Spiele. Wir spielen als erstes in der Premier League gegen Leicester. Aber auf uns kommt noch weiteres zu. Nämlich in der Mitte der Woche, am Mittwoch, spielen wir gegen Everton das Rückspiel vom The Emirates FA Cup. Da haben wir nämlich die vierte Runde unentschieden gespielt. 2:2, nachdem wir zur Halbzeit 2:0 geführt haben tatsächlich und müssen jetzt auswärts nach Everton. Das wird ja sehr, sehr schwer. Wir sehen hier außerdem im Februar, Ende Februar, spielen wir nochmal gegen Everton. Und was kommt danach? Ein Tag später, also kein Tag dazwischen ist Pause, haben wir das Finale vom EFL Cup, vom Carabao Cup. Da sind wir schon fertig, da müssen wir ins Finale. Ja, ansonsten kommt jetzt auch noch das München-Spiel. Da ist erst in der Champions League das Achtelfinale. Also so viele Spiele. Es ist der Hammer. Und das heute hier in dieser Folge. Leute, viel Spaß. Los geht's. Was war das? Alter, was war das? Da hat mein Tisch mal locker flockig gerade einen Abgang gemacht. Sehr gut. So, Hummels neu mit dabei. Ja, der ist zur Hälfte gekommen. Oh, und spielt direkt. Guck mal, wir haben Alaba, wir haben Hummels, wir haben hier eine halbe Bayern-Abwehr jetzt. Crazy. Oh, Mohamed Salah nach dem Treffer in der letzten Folge wieder in der Startformation. So, ich habe nach langer Zeit mal wieder die Einstellungen dramatisch angepasst, weil mich, ja, mir hat das in den letzten Folgen irgendwie nicht so gefallen, wie es sollte. Irgendwie, es war ganz komisch, was da passiert. Also, teilweise hat es funktioniert, teilweise nicht. Ich habe da jetzt mal radikal das quasi fast so ähnlich eingestellt wie damals in FIFA 17 oder FIFA 16 oder so. Da musste man ja richtig viel ändern und ich habe jetzt auch nochmal richtig viel geändert. Und ich hoffe, dass so jetzt auf beiden Seiten viele Chancen entstehen. Oh, jawohl! Guck mal, das ist eine tolle Parade. Ja, aber generell hat ja auch Liverpool an und für sich das Toreschießen verlernt. Ich hoffe, das lernen sie heute auch wieder. Weil ich glaube, bis zum Saisonende nur unentschieden in der Premier League, das reicht nicht, um sie auch zu gewinnen. Yes, da haben wir das ersehnte Tor, 1:0. Keita ist der Überbringer der Frohnbotschaft. Nächster Ball für mich. Also vielleicht habe ich erst hier gerade wirklich die richtigen Einstellungen gefunden, weil Leicester ist auch sogar, oh scheiße, relativ weit unten in der Tabelle. Das macht die Sache jetzt aber auf jeden Fall nicht leichter. Den lasse ich ins Ausgehen. Oh scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Digga, was? Ich bin da doch... Oh. Ich renne da hin, was machen meine Spieler? Schnappen sich nicht den Ball. Weswegen gehe ich da hin? Weil ich den Ball von meinen Mitspielern haben will. Zack. Aber dass er den da weg... Oh. Kann sich da nicht mal mehr behaupten. Was da los? So, da ist der Pfiff. Das ist, ja, ist der Halbzeitpfiff. 1:1. Das ist die Chance. Mohamed Salah! Endlich! Er kann sich wieder auszeichnen. Das 2:1. So wichtig. 69. Minute. Das ist die Möglichkeit. Und sie wird auch genutzt. 3:1. Jawohl. Ganz, ganz wichtig. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Bin mir wirklich ein Kamerad-Spiel. Das ist die 83. Minute. Viel wichtiger ist aber doch noch tatsächlich, das nächste Spiel dann zu gewinnen gegen Everton. So, da ist der Pfiff. Wir gewinnen mit 3:1. So, das Rückspiel gegen Everton wird gleich angepfiffen und ganz wichtig, Auswärtstorregel zählt. Das heißt, schon jetzt bei einem 0:0 wären wir raus, weil Everton 2 Auswärtstore geschafft hat. Wir haben das noch nicht gemacht. Wir müssen dementsprechend mindestens ein Tor schießen. Ja, sogar ein 1:1 würde uns sogar reichen. Also ein 1:1 wäre dann schon wieder okay. Bei einem 2:2 würde es zu einem Elfmeterschießen kommen.
beides versuche ich zu verhindern. Mohamed Salah, der Mann für die wichtigen Tore in letzter Zeit. 12. Minute, das ist das 1-0. Ich glaube, Mohamed, ja, der hat doch auch im Hinspiel, hat er auch getroffen einmal. Und jetzt hier im Rückspiel, oder war das im EFL? Kann auch sein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall hier ab ins Glück, 1-0. Oh, kritische Sache, was ist hier los? Oh, okay, erstmal abgebrochen. Oh, Volley, aber perfektes Stellungsspiel. Nächste kritische Situation. Laufduell gewonnen. Oh, 2-0, Mané. Das ist die erste Sache in Richtung sicheres Ding. Oh, das wäre so toll, wenn wir das schaffen würden. Hier weiterzukommen in Runde 5. Jawohl! 3-0 nach 33 Minuten. Hier zeigen wir jetzt richtig aus, jetzt, was wir können. Aber Leute, ihr wisst ja, 2-0 ist schon tückisch. Ein 3-0 kann das in unserer derzeitigen Situation dann definitiv auch sein. Puh, was war das für ein geniales Ding? Ich glaube, das war Ball gegen mein Knie und gleichzeitig war der Fuß des Gegners auch noch mit im Spiel und Gefahr! Und jetzt ist es da, das Tor 1-3 zur Halbzeit. Dadurch ja, verkürzen sie den psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Zur Halbzeit nur eine 2-Tore-Führung. Absolut ungeil. So, da ist jetzt der Pfiff, Halbzeit, 3-1 bzw. 1-3. Das mit den Aussetzhorn ist natürlich toll, also das bringt auch vor allem richtig viel. Aber trotzdem, ich bin da skeptisch und habe Angst so ein bisschen auch. Aufgepasst, gute Parade. Oh, der Ball fliegt sogar über mich rüber. Zum Glück ist da eine Verteidigung da und was ist da jetzt? Och. Komm, das war doch. Oh, jetzt hier wird das noch nicht einmal gut für mich bewertet. Was ist das für eine Scheiße? Oh, was ist denn mal hier los? Ich weiß, was da los ist. Eine gute Parade. Hätte sogar noch abspielen können, da hätte ich richtig alt ausgesehen. Aber hat er zum Glück nicht. Oh, und da mache ich mich lang auch mit 1,84. Hier wird aber gekuschelt. Und das ist dann auch ein Foul. Also er versucht mich irgendwie niederzuhalten, dieser Mistkerl. 5 Minuten. Es sieht ganz so nach aus, als würden wir doch tatsächlich weiterkommen. Oh, was ein erlösender Pfiff. Eine Runde weiter. Aber die Wirkungen von diesem Spiel und auch vor allem von dem Spiel davor, die werden wir noch zu spüren bekommen, dadurch, dass wirklich kein einziger Tag zwischen zwei Spielen sind. Oder ist, Alter, das wird so verrückt. Nochmal eine Änderung. Stoke City, das wäre auf jeden Fall ein Spiel aus der heutigen Folge eigentlich. Aber das wurde ziemlich verschoben, weil wir gleich noch ein weiteres Emirates FA Cup Spiel haben in dieser Folge. Alter, guckt euch diese Wichser an. 1, 2, 3, 4. 4 Spiele innerhalb von 8 Tagen. Davor auch nur 4 Tage. Danach 5 Tage. Nie irgendwie so, wo man jetzt sagen kann, ja, okay, da ist voll am Regenerieren und so ein Scheiß. Nö. Gute Faustabwehr, 16. Minute, Burnley startet gar nicht schlecht rein. Ja, jawohl, haha, 1-0 und wer hat's gemacht? Natürlich hat Roberto Firmino gemacht. Unsere Nummer 9 ist der Torschütze. Oh, das
war wichtig. Wir führen hier immerhin nur 1-0. Und das war eine klasse Parade. Und da ist jetzt der Pfiff. 1-0. Ganz knapp. Faustabwehr, ganz wichtig. Aber aufgepasst, da kann der nächste Schuss kommen, der kommt. Und da bin ich da. Immer noch eine Ein-Tor-Kein-Tor-Führung mit Potenzial zum Ausgleich leider. Oh, nee. Das habe ich schon bei der Flanke gesehen. Dass ich diesen Ball nicht aufhalten kann. Scheiße. Das ist das 1-1 in der 71. Minute. Da muss ich rauskommen. Das ist wichtig, dass ich da vorher rankomme an den Ball. Und weiter Abwurf, um vielleicht jetzt einen Angriff noch einzuleiten. 10 Minuten noch zu gehen. Nein! Rette den... Das ist jetzt nicht passiert. Die Nachspielzeit ist doch eigentlich schon abgelaufen. Oh, bitte Torlinientechnik. Kommt zum Einsatz. Das würde ich gerne nochmal sehen, aber... Ja, sie kommt sogar zum Einsatz. Fuck! Aber guck mal, das ist nicht 100... Das ist nicht komplett. Muss er nicht komplett. Da steht zwar Tor, aber da war doch so ein Mini-Biss. Ah, okay. Da wurde noch vorgespult. Ja, okay, da war er dann hinter. Ah, was ist Scheiße? Hä, wieso aber... Richtung? Egal. Naja, auf jeden Fall... Das wird jetzt wahrscheinlich unsere erste Niederlage der Saison. FC Burnley. Jetzt ist es Fakt. FC Burnley hat uns geschlagen. Nach sehr, sehr vielen Unentschieden in letzter Zeit, also Sieg, Unentschieden, ungefähr genauso in diesem Wechsel in der Premier League, also nicht mehr konstant viele Punkte geholt wie vorher, aber wir hatten halt vorher schon ultra viele Punkte, deswegen der Abstand. Und jetzt zum ersten Mal halt auch verloren sogar. Und das Heim, ja, die Gegner waren einfach gut, muss man einfach so sagen. Ich hatte viele Paraden, ja, aber trotzdem verloren. Und das, obwohl wir geführt haben. Erstes Spiel verloren und wir werden als Herzstück der Defensive gelobt. Das ist sehr passend. Unentschieden, unentschieden, Sieg, verloren. Also aus den letzten 4 Spielen nur 4... Ne, warte, gar nicht wahr. Aus den letzten 4 Spielen 5 Punkte, das macht's aber nicht besser. So, jetzt ein hartes Stück Arbeit. Wir sind wieder heim, aber haben wir jetzt auch gerade heim unser erstes Spiel mal verloren. Also... Wir sind schlagbar an der Anfield Road, aber generell, also wir haben ja sogar auch in der Champions League verloren. Also es ist jetzt nicht generell unsere erste Niederlage, das nicht, aber halt in der Premier League. Oh Gott, Burnley ist auch noch im FA Cup drin. Aber ansonsten auch wirklich nicht mehr so große Clubs. Das riecht auch eigentlich generell ganz gut, aber boah, das ist so gerade in letzter Zeit so tückisch, Leute. Puh, spannend. Oh, das ist Ping-Pong gewesen. 31. Minute. 1-0. Wer ist der Torschütze? Roberto Firmino. Wer da sonst? Irgendwie ist es auch gern. Ja, der gar nicht so gut. Das ist nur er, der die Tore schießt gerade. Ein bisschen schade sogar eher. Vielleicht würden wir mehr Tore machen, wenn die anderen auch mal wieder treffen würden. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Ach, und dann ist es immer abseits bei solchen Paraden, oder was? Yes! Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt hier in der... Oh, ich werde hier nochmal wieder... Ja, auch sonst. Zum 2-0 im Pokal. Ganz, ganz wichtig, aber... 2-0. Das war auch beim letzten Mal im Pokal. Genau im selben Pokal. In Runde 4, das hier ist jetzt Runde 5. Ja, und dann hat Everton 2 Auswärtstore, so wie das West Bromwich ja auch schaffen könnte, gemacht in Halbzeit 2. Das lassen wir aber diesmal nicht zu. Das wird jetzt richtig gefährlich. Das ist ein Tor. 81. Minute, Anschlusstreffer durch West Bromwich.
Das hat keiner gesehen. Oh nein, oh ho ho ho. Da habe ich jetzt gerade gedacht, was ist denn hier los? Kein 2-2. So, da ist der Pfiff. Wir sind eine Runde weiter. 2-1. Knapper als es sein musste, aber es hat funktioniert. Wieder ein Rückspiel, hätte aber auch sowas von absolut nicht, absolut überhaupt nicht in unseren Spielplan gepasst. So, das war richtig spannend. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann wäre eine Bewertung auf jeden Fall richtig geil. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich jetzt auch noch machen. Kostenlos natürlich, um nichts weiter zu verpassen. Auf der rechten Seite kommt ihr zur nächsten Folge, sobald ihr dann raus ist, im 2-Tage-Takt. Und zur Playlist, da gibt es alle weiteren älteren Folgen. Falls ihr irgendwie was verpasst habt, haut rein. Ciao.